Liebe Leute, herzlich willkommen. Ich muss das hier alles nochmal ändern. Ich bin so nicht zufrieden. Zum einen sehe ich gerade aus wie frisch aus dem Meer gesprungen. Das liegt daran, dass ich frisch aus dem Meer gesprungen bin und deswegen jetzt vielleicht so ein bisschen nach Urlaub aussehe. Zum anderen komme ich auf diese Konstellation hier nicht klar. Ja, das sieht einfach absolut nicht gut aus, liebe Leute. Aber so ist das Licht gut und ich bin ja jetzt gerade in Mexiko und ich habe meine Lampen nicht mitgenommen, weil ich so schon Übergewicht hatte mit meinem Koffer. Ja. Aber diese Konstruktion ist absolut gerechtfertigt. Ich kann sie jetzt keinen Millimeter anrühren, weil unser Wäscheständer kaputt gegangen ist, liebe Leute. Und es war so ein Kampf, dass der überhaupt halbwegs stehen bleibt. Ich kann das jetzt nicht bringen. Ich muss mir irgendwas anderes überlegen. Und dann bin ich gleich wieder da. Okay, Leute, ich bin zurück mit einem Eiskaffee und wir werden dieses Video jetzt beginnen. Das erste offensichtlich Positive ist dieser Eiskaffee, weil es nie zu kalt für Eiskaffees, Leute. Es ist nie zu kalt, ihr müsst euch das geben. Es ist niemals zu kalt, um euch einen Eiskaffee zu gönnen. Ist das cool oder ist das cool? Wir haben also Karibik, Sommer, Sonne, Strand, Wunder, ein wunderschönes Meer. Leute, dieses Meer ist ein Traum. Aber das Ding ist, ich bin ja jetzt quasi an einer Karibik-Ecke hier in Mexiko. Wir sind ja jetzt schon so ein bisschen weiter gereist und ich kann euch sagen, es gibt so viel mehr zu sehen. Es gibt so viel mehr wunderschöne Natur. Es gibt Wasserfälle, Wälder und Berge. Und es ist einfach nur wirklich lohnenswert. Also, ich bin richtig froh, dass ich mich für Mexiko entschieden habe. Und ich bin auch eventuell glücklich, dass ich mich für die Karibik entschieden habe. Es stand ja noch was anderes zur Debatte, aber ich bin doch sehr froh, dass ich mich jetzt hierfür entschieden habe. Und ich glaube, dass tatsächlich jeder irgendwo ein Ort hier in Mexiko hätte, der ihm sehr gefallen könnte, weil es hier halt wirklich alles irgendwie an Natur gibt, aber halt auch an Städten und Berge und Meer und Karibik und einfach alles. Und ich glaube, man kann hier tatsächlich echt sehr viel entdecken. Was ist also noch cool an Mexiko, abgesehen mal von der Landschaft und so? Das Essen, Leute. Das Essen. Ich für meinen Teil muss sagen, ich bin hier im absoluten Keto-Himmel, weil in Mexiko Keto halt voll der Trend geworden ist und es halt super viele ketogene Sachen gibt, auch in Restaurants und in Lebensmittelläden und keine Ahnung, ihr habt zum Beispiel im Supermarkt einfach ketogenes Eis. Ihr könnt euch in einem Einkaufscenter so kleine ketogene Donuts kaufen oder Keto-Brownies oder aber was gab es noch? Ich glaube, es gab noch ketogene Smoothies morgens zum Frühstück in so einem Restaurant. Und die hatten halt wirklich so eine kleine Keto-Karte. Und das ist halt schon mega, mega cool. Das gibt es natürlich jetzt höchstwahrscheinlich nicht überall in Mexiko. Und Cancun ist halt schon irgendwo so ein Touri-Ort. Aber grundsätzlich ist Keto halt auf jeden Fall hier in Mexiko ein Trend. Ich würde euch anlügen, wenn ich jetzt sagen würde, nein, das ist in Mexiko kein Trend. Es ist in Mexiko ein Trend, liebe Leute. Es gibt auch sehr viele YouTube-Videos dazu. Deswegen weiß ich schon länger, dass das hier so ein Trend ist. Aber als wir dann echt nochmal hier waren und dann waren wir im Restaurant und dann hast du halt einfach wirklich eine Keto-Karte gab. Also du konntest so runterscrollen, da hattest du wirklich so eine eigene Keto-Abteilung. Man hat 3 Millionen verschiedene Avocados an jeder Ecke und man kann sich überall irgendwo eine Guacamole bestellen und Tacos und das Essen ist einfach richtig gut. Also wenn ihr euch entscheidet, nach Mexiko zu reisen, dann werdet ihr halt sowieso eine kulinarische Reise mit inkludiert haben, weil das Essen hier total verrückt ist. Und also ihr könnt natürlich auch bei eurem Standardessen größtenteils bleiben, wenn man jetzt auf so normal Fastfood-Zeug zurückgreifen möchte oder so. Aber ihr habt halt Tacos und Quesadillas und so voll die verrückten Füllungen. Und zum Beispiel habt ihr auch sowas wie, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, Huitlacoche. Ich blende euch das ein, ich bin mir nicht sicher, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Das ist auf jeden Fall eigentlich eine Art Befall. Das ist nämlich, glaube ich, das heißt Maispilzbrand, Maisbrandbefall oder so. Es ist eigentlich ein unerwünschter Effekt, welcher auftritt. Und bei uns würde das wahrscheinlich alles weggeworfen werden. Und hier ist tatsächlich genau dieser Befall die Basis für etwas zu essen. Ich finde es tatsächlich sehr lecker. Also wir haben das zusammen mit einer anderen Freundin probiert, mit der lieben Heike. Die kennt ihr ja schon. Und die Heike, die fand es spannend, aber die hat halt gesagt, die findet andere Sachen besser. Und ich persönlich würde es genauso unterschreiben. Ich glaube, ich finde auch andere Sachen besser. Aber ich finde es auch nochmal spannend genug, mir das nochmal zu kaufen, muss ich sagen. Abgesehen vom Essen, Leute. Die Leute sind alle so ausgelassen und offen und fröhlich und keine Ahnung. Ich finde es richtig, richtig cool. Man kann auch eher irgendwie in so ein Gespräch kommen, wenn man irgendwie auf der Straße mit jemandem quatscht oder im Bus oder so oder im Alltag halt einfach. Und es geht halt. Also ich muss dazu sagen, ich hatte auch schon komische Situation, weil jemand dachte, dass ich den anmache, was absolut nicht meine Absicht war. Dann habe ich auch direkt gesagt, so, das ist jetzt absolut keine Anmache. Das ist jetzt einfach nur, weil du mir gerade mit etwas geholfen hast. Und ich dachte mir so, cool, danke schön, dass du mir geholfen hast. Ich würde mich gerne mit dir unterhalten. Das war jetzt aber absolut gar keine Anmache oder so. Also das passiert auch. Aber grundsätzlich sind die meisten Menschen halt einfach viel, viel, viel offener und entspannter und lustiger drauf. Und das Ambiente, Leute. Es ist alles richtig, richtig schön und bunt und verrückt und keine Ahnung. Also Cancun zum Beispiel ist noch so ein bisschen abgerockt. Also es ist so ein bisschen
abgerockt halt. Also ein bisschen wilder. Es ist jetzt nicht nur komplett irgendwie auf schön gemacht. Man hat super, super schöne Ecken. Man hat auch sehr, sehr touristische Ecken. Aber gerade im Zentrum ist es halt ein bisschen verrückter und ein bisschen bunter und schriller. Und ich mag's. Ich mag's, Leute. Kommen wir zu einem Punkt, das werden nicht alle Menschen unterschreiben. Aber ich für meinen Teil fühle mich so erleichtert, dass man nicht auf die Sekunde komplett pünktlich sein muss, sondern dass man immer so 10, 15 Minuten Puffer hat und das einfach komplett akzeptiert ist. Und das finde ich sehr entspannt. Also das ist natürlich jetzt so meine Erfahrung. Ich fühle mich damit sehr, sehr wohl, weil ich nicht das Gefühl habe, oh nein, der Bus kommt nicht. Ja? Und dann bin ich irgendwie ein paar Minuten später da und dann ist es ein Weltuntergang. Das ist ja halt nicht. Ich muss mich nicht stressen, sondern es ist so, okay, wir peilen mal die und die Uhrzeit an und wir unterrichten uns einfach, wie wir halt gerade so stehen, wann wir den Bus genommen haben und so. Dann sehen wir uns halt gleich und dann ist es halt plus minus 10 Minuten und es ist halt sehr entspannt. Das Ding ist halt, hier gibt es halt auch keine Busfahrpläne. Das heißt, selbst wenn ihr jetzt irgendwie sagt, okay, ich werde jetzt um halb da sein, Leute, es funktioniert nicht. Also wenn ihr jetzt irgendwie sagt, okay, ich fahre jetzt 2 Stunden vorher los und ne, okay, aber es funktioniert halt nicht immer. Meistens habt ihr Glück und meistens kann man den Bus kriegen und es funktioniert. Aber ich stand da schon öfter mal und dann sind da so 5 Busse an mir vorbeigefahren, weil sie einfach keine Lust hatten zu halten und solche Geschichten. Und dann steht ihr da. Dann steht ihr da und denkt euch so, oh nein, ich aus Deutschland komme und bin gleich einfach komplett zu spät. Was mache ich jetzt? Ich habe es doch versucht mit der Pünktlichkeit. Und wenn euch dann andere Leute entgegenkommen und sagen, hey, entspannt, plus minus 10 Minuten Puffer, vollkommen normal, das macht man hier so gar kein Ding. Oh, es nimmt den Stress, Leute, es nimmt den Stress im Alltag. Ich weiß, einigen Menschen ist Pünktlichkeit mega, mega wichtig. Ich finde, plus minus 10 Minuten ist voll im Rahmen. Thema kulturelle Unterschiede. Man merkt auf jeden Fall, dass es hier kulturelle Unterschiede gibt, liebe Leute. Da werde ich noch ein ganzes extra Video zu machen, weil das den Rahmen jetzt einfach komplett sprengen würde. Aber es gibt so die ein oder anderen kulturellen Unterschiede, auf die ich gerne eingehen möchte und zu denen ich mich auf jeden Fall noch äußern werde. Und man kann das positiv und negativ sehen, aber aus der positiven Perspektive, ihr werdet dazulernen. Ihr werdet was dazu gewinnen, ihr könnt euch was aus der Kultur mitnehmen und ihr könnt ein bisschen reflektieren. Weil man einfach aus jeder Kultur ein Stückchen mitnehmen kann und sich einfach weiterentwickeln kann, persönlichkeitstechnisch. Und ich finde, das ist wirklich eine riesengroße Bereicherung. Was auch mega, mega cool ist, hier ist alles bunter und schriller und lauter und ich weiß nicht. Also man merkt das auf jeden Fall. Man merkt das allein schon an der Kleidung. Mir wurde zum Beispiel gesagt, boah, an dir sieht man so richtig, dass du aus Europa bist, weil du die ganze Zeit nur so gedeckte Farben trägst und dich auch nicht so krass schminkst oder so. Und dann habe ich mich so angeguckt, auch jetzt gerade denke ich mir so, Moment. Jetzt gerade denke ich mir halt auch so, okay, ich habe jetzt schon eher gedecktere Farben an. Und ihr müsst euch vorstellen, die Leute hier, die tragen komplett knallige, bunte, auffällige Schriftzüge, Aufdrucke oder so. Also wirklich alles komplett bunt. Oder ich habe auch Leute zum Beispiel in der Uni oder auch auf der Straße oder in Restaurants oder so, die man halt so sieht, haben total das schrille Make-up mit richtig viel Glitzer oder haben so Glitzersteine irgendwie als Lidstrich oder keine Ahnung was. Also viel, viel, viel schriller als bei uns im Alltag. Und das finde ich auch sehr cool und süß und schön und bunt. Ich mag's. Ich mag die Spontanität hier. Manchmal ist es so, dann guckst du auf dein Handy, denkst dir nichts Böses, hast vorher so gesagt, boah, lass mal heute früh schlafen gehen. Und dann ist da plötzlich so eine Nachricht, Leute. Und dann steht da, wir haben da noch was vor. Hast du so in 2 Stunden oder so Zeit? Und dann denkst du dir so, ja, ja, warum nicht? Warum nicht? Ich finde so spontane Aktionen immer mega, mega cool. Die Kulanz, Leute. Ich habe das Gefühl, dadurch, dass nicht alles so krass streng reguliert ist und nicht alles so krass irgendwie kontrolliert wird und alles so gut organisiert ist, hast du einfach eine gewisse Kulanz. Einmal war das zum Beispiel so, ich wurde beklaut. Und dann hatte ich keine Bankkarte mehr. Und die anderen, die hatten aber ein Limit auf ihrer Kreditkarte und wir müssen halt immer die Miete bar bezahlen. Und dann hatten wir halt dieses Limit, wir konnten nicht mehr abheben, weil meine Kreditkarte ja auch nicht mehr da war. Das heißt, mein Limit, mein potenzielles, hat halt gefehlt. Und dann bin ich halt da hingegangen und dann habe ich ihr die Situation erklärt und halt gesagt, okay, sobald meine Bankkarte da ist oder so, ist es auch kein Ding. Wir können ihnen das auch gerne wieder irgendwie überweisen oder sonst irgendwas, aber wenn sie es bar von uns haben wollen, dann tut uns leid, wir können es jetzt leider nicht irgendwie herzaubern oder so. Wenn sie uns noch 2, 3 Tage Zeit geben, damit man wieder dieses Limit halt nutzen kann, weil man hat ja mal ein Tages- und ein Wochenlimit und so. Wenn sie uns jetzt diese 2 Tage mehr geben oder so, dann können wir ihnen das auch bar geben, aber wir jetzt gerade haben was leider einfach nicht. Und dann wurde halt auch gesagt, ja, ja, gar kein Problem, sag einfach Bescheid, wenn du deine Bankkarte wieder hast und so, dann regeln wir das wieder vollkommen normal und bis dahin alles okay, kein Stress, Hauptsache wir sehen das Geld irgendwann. Nochmal ein persönlicher Fakt meiner Wenigkeit. Ich liebe es hier zu studieren. Ich liebe die Uni hier. Ich mag das System total gern. Ich mag es total, dass man 3 Klausuren hat pro Fach. Ja, ihr hört richtig. Man hat pro Semester 3 Klausuren. Ich weiß nicht, ob das in Mexiko so ein Ding ist oder ob das jetzt nur meine Uni macht, aber ich kenne das tatsächlich aus Kolumbien, aus der Online-Uni auch schon so. Da hatte man auch 3 Klausuren pro Fach. Und es nimmt den Druck, also ich persönlich, ich und Prüfungsangst, wir sind so, ja.
Prüfungsangst ist bei mir vorhanden. Und wenn ich weiß, okay, ich habe 3 Klausuren, dann nimmt dir das den Stress, weil du weißt, okay, es ist nicht alles oder nichts, du hast nicht all dein Wissen auf eine Klausur reduziert. Und wenn du einen schlechten Tag hast oder dir geht's nicht gut oder die Klausur ist einfach kacke, dass halt einfach alles auf dieser einen Karte ist. Nein, du hast 3 Möglichkeiten zu zeigen, hey, ich habe was gelernt, ja, ich habe mich hier engagiert und ich gebe mir gerade Mühe. Und jede dieser Klausuren zählt halt weniger viel. Das heißt, es ist auch nicht so ein Druck von wegen, boah, diese Klausur zählt jetzt alles und wenn ich die jetzt irgendwie verhaue oder so, dann ist halt Game Over mit dem Kurs. Nein, du hast halt noch 2 Möglichkeiten, es auszugleichen. Und das nimmt mir persönlich total den Druck und nimmt mir auch den Stress in der Uni. Also ich muss sagen, ja, wir lernen viel und wir machen auch sehr viel in der Uni. Und auch stofftechnisch ist es halt nicht wenig. Ich habe mir, muss ich jetzt dazu auch sagen, anspruchsvolle Kurse rausgesucht und für mich ist es halt auch definitiv vom Zeitaufwand ein bisschen mehr, weil ich halt alles auf Spanisch mache. Und es beruhigt mich total, dass ich weiß, okay, wir haben 3 Möglichkeiten, wir haben 3 Klausuren und es ist nicht alles oder nichts und ob ich dieses Auslandssemester jetzt bestehe oder nicht. Und es gibt mir Sicherheit, es nimmt mir die Prüfungsangst und es geht mir viel, viel, viel besser damit, Leute. Das war's jetzt schon mit meinem neuen Video, liebe Leute. Ich hoffe, ihr habt das ein oder andere spannend gefunden. Ich hoffe, ihr schaltet bald wieder ein. Es kommen auf jeden Fall noch mehr Sachen zum Thema Mexiko. Es kommen auf jeden Fall auch noch ein paar schockierende Fakten und die kulturellen Unterschiede und alles. Es kommen noch einige Videos, liebe Leute. Und ich hoffe, ihr findet das spannend. Schaltet gerne ein und genießt die Videos. Bis bald! Da kommen wir übrigens schon zum nächsten Punkt. Karibik-Feeling. Da war jemand. Mein Fenster ist offen. Und ich bin im Erdgeschoss. Nein, der Akku. Nein, wir sind noch nicht so weit. Liebe Kamera, please.